So Leute, da sind wir wieder zurück in Amnesia bei unserem kleinen Partyspaß, wo wir ein bisschen zu spät gekommen sind. Meine Festplatte macht wieder komische Geräusche. Hör auf damit. Hör. Brav, brave Festplatte. So, wir müssen jetzt irgendwo hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gehe einfach mal, ich schaue mich nochmal hier ein bisschen um. Irgendwas muss es doch hier geben, oder? Laterne. Schack mir, wo es weitergeht. Hier kann man ein bisschen... Ich will mich nicht jetzt hier irgendwie nicht so festklemmen, dass ich da nicht mehr rauskomme oder so. Vielleicht ist da... Nein. 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 Alle leer, verdammt. Wo ist der Alkohol? Leer, leer, leer. Ah, wieso sind alle leer? Bist du wenigstens noch leer? Ah, ich brauche meinen Alkohol. Bitte. Okay. Wir wollen es ja jetzt auch nicht wieder übertreiben. Nicht wahr? Liegt hier irgendwie ein Schlüssel oder sowas? Da kommt man nicht rein. Da kommt man nicht rein. Ja toll, jetzt verbringe ich hier die ganze Zeit, hier rumzulaufen und nicht zu wissen, wo es weitergeht. Vielleicht unterm Teller oder so. Das könnte sein. Nein. Nein. Hey! Du. Nein. Ich verstehe das nicht. Was soll ich machen? Kann ich hier zurück? Boah, das hat mich geschockt. Hui. Holy Banoni. So, wir versuchen jetzt zurückzugehen, irgendwie. Wenn das geht. Hallo? Ach, das ist natürlich sehr praktisch. Der Weg führt voll gegen eine Wand. Naja. Gut. Wir haben Kommöl. Okay. Ja, das sieht ja toll aus. Ja, das kennen wir schon. Da kann ich gleich mal erzählen, was ich vor kurzem, also um genauer zu sein, vor ungefähr einer Stunde, oder sagen wir zwei, drei Stunden, neu entdeckt habe, beziehungsweise angefangen habe zu schauen. Also da, ein Freund von mir, der hat mir diese Serie Game of Thrones empfohlen und ich muss wirklich sagen, ich finde das genial. Also nicht unbedingt, weil es ein halber Pornostreifen ist und Blut fließt wie ein übertriebener Shit. Aber ich finde, das ist echt gut gemacht. Das ist komisch, dass ich davon noch nie was gehört habe. Und dass das so eine Serie mit 1 Stunden Folgen ist, das... Warte mal. Funktioniert das? Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ist das so gedacht? Oh mein Herz. Nice. Hey! Hi! Ja, ich hätte schon gedacht, wir sehen dich nie wieder. Du wartest dann mal da hinten, okay? Du stehst da ganz gut. Ich schau mal, ob es hier Öl gibt oder so. Weil mein Ölvorrat ist auch jetzt nicht gerade... Spitzenklasse. So, und wie geht's dir denn? Was chillst du so in der Ecke rum? Bist du auch ein bisschen auf... You made it this far, but you're still far from safe. I left your note. Read the instruction carefully. Du gehst jetzt schlafen, oder? Okay. Gute Nacht. Okay, wir haben Dings. Hier, plopp. Mementos, finally, I have a way to kill the dangerous creature. I only need the poison. Was? Geh beiseite, fertig. So. Read this note. I tell you something about myself. I am Leonard Montreal, one of the people living here in the village. I've lost everyone. They're all dead. I survived, luckily, because I stole the potion from the Lord. This mixture will not work forever and won't totally stop the transformation, but I know how this mixture works. In the room next door, you'll find the mixture you need to use on the demon. You will have to get really close and dump it all over him. Like in a very awesome pornographic movie. you are the chosen one. Kill the demon and free this place from his curse. Thanks a lot. Warden's Key. Wo haben wir den Key?
Locked and need the warden's key to get in. Und was haben wir hier? Nein. Okay. Dann lieber nicht. Du? Wow. Ihr chillt hier so ein bisschen aus. Okay, finde ich cool. Um ehrlich zu sein, finde ich das ziemlich retarded. Ich habe Angst. Wow. Wow! Peace! Kevin, wollt ihr mich begleiten? Wir begleiten dich. Komm, wir gehen auf eine Reise und es regnet Blut. Tut mir leid, das war meine Butter. Also, nein. Wow! Kevin! Kevin! Hey, nicht runterfallen. Danke, du hast mich gerettet. Ich hatte nämlich gedacht, ich falle jetzt runter. Aber nein, du bist der Retter in meiner Not. Ich muss sagen, ich habe... Change it in my place. Tut mir leid. Also, was habe ich gesagt? Genau, da liegt was. Das kann man... Das kann ich... Wow. Cool. Domino. Blablabla. Poison. Okay. Wir haben... Wo geht's lang? Warte mal, da ist noch was. Kann man vielleicht noch... Schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen Öl für unsere Laterne. Schön, dann gehen wir wieder raus. Ah ja. Damit habe ich gerechnet. Ich habe keine Laterne. Und die Bäume haben auch keine Lust mehr zu leben. Deswegen fallen sie einfach um. Was halt ein Baum so macht. Ich habe gar keinen Witz erzählt, du brauchst nicht lachen. Das war gar nicht so witzig. Okay. Ihr braucht nicht mit euren Finger knacksen, das kann ich. Warte. Oh, ich hoffe, das habt ihr gehört. Guck mal, da sind... Oh, oh. Oh, hi. Ich hab doch jetzt Gift. Kann ich nicht kaputt machen? Kann ich irgendwie laufen? Ich versteck mich im Mohngras. Wie ein Pokémon. What happened? He looks like a back at the prison section. Hä? Ja, natürlich muss ich da sein. Hä? Mach doch nicht so einen Lärm. Hey! Ich kenn dich! Du! Oh, gute Güte. Jetzt fangen wir wieder stöhnen an. Ja, ich bin ja wieder da, stimmt. Irgendwer muss es ja machen. So! Jetzt haben wir Cabinet Key. Perfekt. Und hier ist das, was auch immer das bringt. Ah! Natürlich, wieso auch nicht. Ein Rad macht das. Okay, Kinders. Okay, psch, lass mich anmachen, okay? So. Und jetzt gehe ich so ganz langsam um dich rum. Wieso muss immer sowas passieren? Ganz ehrlich, das ist dämlich. Glaub ja nicht, dass du damit davon kommst. So. Ich hatte was zu erledigen. Jetzt bin ich aber wieder weg. Und wir haben a small special plant. This will free Lord Statham from the curse. Das heißt, wir müssen da jetzt dahin. Genau. Hier runter. Dann zum durchs Portal. Durch das freundliche und hilfreiche Portal. Komm mal, schwer. Komm mal, mit der nicht. Komm mal hier. Schmerzen empfangen, dankeschön. Immer wieder gerne. So, hoffentlich nicht reinfallen. Kennen wir ja schon. Hui. Hey, so, Freundchen. Ja, hast ne leckere Pflanze. Nom, 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 nom. Warte.
Muss mit deinem Bauch essen, oder? Ja, dachte ich mir. Nam, 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 nam. Du siehst gesund aus. Hi, ich will da nicht hinsch... Nein. You will never survive. Danke. Acrid smelling chemical. Und es leuchtet noch. Wieso? Ach Gott. Gute Güte. Ihr und immer eure... So. 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 So, da muss ich wieder durch, oder? Au, au. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt haben wir... Acid smelling chemical. This stinky chemical looks strong enough to melt through that red webbing. Perfekt! Dann können wir endlich... Endlich den bösen Lord, ich hab nichts an, töten. Oder was auch immer du bist. So, Freundchen. Ich krieg hier erstmal eine kleine Glanzpolitur. Schön, ich. Und? Schwing! So, mein Freund. Hi. Warte. You were never able to kill me, you infidel. It's about time I show you that you aren't as strong as you think you are. Nicht? Scheiße. Naja. Was? Random Teleportation. Okay. Das ist jetzt was? Da liegt jemand. Der ist ziemlich bestrahlt. Hey. Digga. Darf ich dich töten? So, Freundchen. Du glaubst also, du bist ein Heiliger. Oh, wie er lächelt. Das ist süß. Ich habe ihn doch nur erstochen. Ich will doch nicht schlagen. Gib mir mein Messer wieder. Bloody Decke. Ich weiß ja nicht, aber almost infected enough still needs blood from one of those creatures. Ah, sneaky, sneaky, sneaky. Oh shit. Hört ihr? Hören die mich? Okay. Oh fuck it, Krokrika! Ich trage gerne Hausschuhe mit Sandalen und blaufachen, einfachen. Was? Hi! Oh. Ja, ein Bad wäre euch echt mal nicht verkehrt. Also muss ich den da hinten. Wisst ihr was? Da habe ich so eine Technik, die nennt sich Fuck My Life. Ich renne einfach... Hey, du nimmst den falschen Weg, Freundchen. Hehe, Idiot. Du bist er. Ah, danke schön. Schön, ja. Danke. Er ist wieder infected. So, Kollege. Du kennst das Spiel. Wir nennen es Katz und Maus. Oh, schlechtes Spiel. Hat der sich überhaupt irgendwie bewegt oder? You have to carry on. Ja, oh, ja, verzeih. Er ist weg. Er ist weg. Vertrau mir. Har 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 har. Okay. Voll Idiot. Hey! Flatsch! Weißt du, was mit dir jetzt passiert? Kill him while you can. Stab him in his heart. Nein, nicht in his heart. Die Ironie, jetzt stirbt. Ach verdammt, ich muss treffen. Und tschack! Ihr habt ihn doch gerade getötet. Wie kannst du wieder leben? Ey, lauf nicht vor mir. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich weiß, du hast tricky Jumps drauf. Aber so machen wir das nicht. Nein, du kommst. Nein. You have come so far. You destroyed the transformation machine. I give up. I take your peaceful place where you can finish this once and for all. Agreed. Okay. Okay, ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Okay. Okay. Einfach laufen. Egal, was es ist. Es will dich nur streicheln. Das ist schlecht.
Sie sehen mich. Glaub. Nein, bitte nicht. Oh Mann, ihr seid doof. Ich wollte mich doch, woher wollte ich denn hinlaufen sollen? Ich hoffe, die carry on. Carry geht gleich von hinten on. Hey, das war eine Anmache. Da lang? Nein. Schön, dass alle Türen schon zersprungen sind. Das ist die Spannung ja ganz weg. Hoffentlich kommen die Bösen auch nicht mehr. Hoffentlich. Wo hätte ich denn langlaufen sollen? Ach, hier ist noch eine Tür. Ja, die hätte man sehen können. Hello? Hello? Oh, fuck. Oh, fuck. Hier lang. Gutes lang. Besseres lang. Oh, fuck. Oh, fuck. Shizzle, my mizzle. I have the crizzle in my dizzle. Lauf. Au. Mein Kopf tut mir weh. Schön. Und wir begeben uns ganz schnell Festplatte. Halt die Klappe. Was ist das denn? Ich kann mein Gesicht nicht davon wenden. Es ist so wunderschön leuchtend und hat eine sehr phallusartige Formation. Es ist ein Sarg. Es ist ein Sarg. Hey Sarg. How you doing? Do you have some awesome stuff for me? Okay, wir machen das so. Ich nehme den Deckel jetzt. Wir sehen nicht, was drinnen ist. Wäre auch Spoiler. Und okay, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Vielleicht. Nein. Nein, wirklich nicht. So. Jo. Ah. Hey! Da hab ich ja noch was. Au. Okay. Ist das so ein Erdbeben, wie wenn ich mit einer Säge benutze? Bin ich im Himmel? Kann ich mich bewegen? Ja! Einfach geradeaus dem Licht folgen. Hey, hier ist ein Wald. Ich sehe dich, Baum. Und ich bin wieder sehr, sehr, sehr schnell. Und der Weg sieht ziemlich, ziemlich lang aus. Deswegen erzähle ich euch jetzt eine Geschichte. Sie handelt von einem, von einer Erdnuss. Diese Erdnuss, sie hat immer gemeint, sie wäre die coolste, weil sie ziemlich tief in der Erde steckt. Aber da kam dann die Walnuss. Ja, da denkt man jetzt, Walnuss, was machst du denn hier? Du gehörst hier nicht hin. Aber die Walnuss hatte gleich mal einen guten Satz parat hier zur Erdnuss. Sagt die Walnuss ganz einfach, hey, Erdnuss, yo. Und dann die Erdnuss, oh, Walnuss, das bin ich gar nicht von dir gewöhnt. Hi, ich war gerade fertig, kannst, also passt ja. I don't think so. You will never win. Oh, das hat er schon so gemacht. Here we go. Fuck. Danke, Serge. Hat mir gefallen. War echt klasse. Aka Ina Lange. Eine sehr passende Musik zum Schluss. Special thanks to my girlfriend Joyce, who's staring at me behind my computer over 550 hours. I love you, my girl. Wow. Solltest mal mit deiner Freundin. Lange. War eine ziemlich lange Custom Story. Ja, wie gesagt, mir hat sie Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank an den Ersteller. The End. Und das, die Geschichte mit der Erdnuss.
wie sie wirklich ausgeht, das erfahrt ihr irgendwann anders.